Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits selbstständig dazu in der Lage sein, Extremstellen in Funktionsgraphen zu erkennen. Unser gemeinsames Ziel für dieses Video ist es, eine Definition von Extremstellen und Extrempunkten kennenzulernen. Im folgenden Text lernst du genau, was wir unter einem Extrempunkt, einer Extremstelle und unter einem lokalen Minimum als auch unter einem lokalen Maximum verstehen. Nimm dir zunächst bitte selbst etwas Zeit und lies dir den Text ganz genau durch. Am besten ist es sicher, wenn du das Video dazu pausieren kannst. Im Anschluss werden wir gemeinsam nochmal über alle Ausführungen hier sprechen und alles nochmal erläutern. Gut, um dir den Text hier nochmal etwas näher zu bringen, habe ich folgendes GeoGebra-File vorbereitet. Wir haben hier den Graphen einer Funktion gegeben und wir können hier erkennen, dass die Funktion einen Hochpunkt hier mit H beschriftet und einen Tiefpunkt hier mit T beschriftet hat. Diese beiden Punkte, also den Hochpunkt als auch den Tiefpunkt, bezeichnet man auch als Extrempunkte. Die zugehörigen x-Werte, die hier auf der x-Achse mit xh und xt beschriftet sind, bezeichnet man als Extremstellen. Also die x-Werte, die zu einem Extrempunkt gehören, bezeichnet man als Extremstellen. Nun werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf den Hochpunkt. Und wir sehen hier schon, an den Hochpunkt hat unsere Funktion eine waagrechte Tangente. Das heißt, beim Hochpunkt hat die Funktion genau die Steigung 0. Und wir können hier eine waagrechte Tangente anlegen. Wenn wir nun hier etwas genauer reinzoomen, dann sehen wir, dass egal wie nah wir ranzoomen an die Funktion, in dem Bereich hier, den wir hier im Fenster kennen können, finden wir keinen einzigen Funktionswert, der größer ist als der Funktionswert vom Hochpunkt. Und aus diesem Grund bezeichnet man den Hochpunkt auch als lokales Maximum, weil wir hier lokal, also in einem Bereich rund um den Hochpunkt, finden wir keinen größeren Wert. Als Gegenbeispiel, wenn wir natürlich hier weiter rauszoomen, hier würden wir einen größeren Wert finden, ganz rechts hier, hätte die Funktion einen größeren Wert. Aber das Wichtige dabei ist, dass wir lokal, also in einem kleinen Intervall rund um den Hochpunkt keinen größeren Wert finden. Das heißt, in dem Bereich, den wir jetzt gerade sehen von der Funktion, ist unser Hochpunkt der größte Wert. Also wir finden keinen größeren Wert hier. Das heißt, es gilt für alle Werte in dem Bereich, den wir hier sehen, dass f von xh, also f von unserer Extremstelle, größer gleich f von x ist. Das heißt, der Funktionswert beim Hochpunkt ist zumindest so groß, also größer oder gleich groß, wie alle anderen Funktionswerte, die wir hier sehen können. Und aus diesem Grund bezeichnet man den Hochpunkt auch als lokales Maximum. Genau das Gleiche können wir feststellen, wenn wir bei unserem Tiefpunkt genauer reinzoomen, dann sehen wir, dass wir hier in diesem Bereich keinen einzigen Funktionswert finden, der kleiner ist als unser Tiefpunkt, also als der Funktionswert beim Tiefpunkt. Das heißt, in dem Bereich, in dem wir die Funktion jetzt gerade sehen, gilt das f von xt, also f von, bei unserer Extremstelle, kleiner gleich f von x ist. Das heißt, der Funktionswert von unserem Tiefpunkt ist kleiner oder gleich allen anderen Funktionswerten in dem Intervall, das wir gerade sehen. Und deshalb ist sozusagen lokal ist unser Tiefpunkt, also der Funktionswert vom Tiefpunkt, auf jeden Fall der kleinste Wert. Und deshalb bezeichnet man den Tiefpunkt auch als lokales Minimum. Genau. Das Ganze ist der Text, der hier steht. Also wiederholen wir es nochmal kurz. In einem Hochpunkt ist der Funktionswert lokal am größten. Es gilt also, f von xh ist größer gleich
f von x für alle x im Definitionsbereich nahe um xh. Und genau analog für einen Tiefpunkt, in einem Tiefpunkt ist der Funktionswert lokal am kleinsten. Es gilt also fxt ist kleiner gleich f von x für alle x im Definitionsbereich nahe um xt. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.